Die Lieblingsaufgabe meiner selbst lautet Backen. Und das kannst du heute mit Blätterteig, Spinat und Feta-Käse. Let's go! Liebe Freunde des Homeoffice Lunches, heute mal ganz speziell aus einer anderen Küche hier bei uns bei Foodboom, nämlich dem Studio 3 bzw. dem Oh My Italy Studio. Bei uns wird ein bisschen geschraubt und gehämmert und schön gemacht, von daher heute hier. Und ich habe mitgebracht Blätterteig, Feta-Käse und Spinat und das Ganze gibt Feta, Spinat, Blätterteigräuchchen. Ich lege einfach mal los, oder? Ihr braucht eine Zwiebel. Lisa, wie viel Knoblauch? Ist auch eine größere. So, Knoblauch und Zwiebel einfach klein würfeln. Das Gute ist ja an Knoblauch, man riecht nicht nur nach Knoblauch aus dem Mund, wenn man den isst, sondern die Hände duften auch danach. Wenn ihr eine Idee habt, für mich und für auch die User da draußen, wie man diesen Knoblauchgeruch schnell wegbekommt, dann immer rein in die Kommentare damit. Ihr erhitzt einfach ein bisschen Öl. Und dann pfeffert ihr Zwiebel und Knoblauch einfach heran. Haut da direkt Pfeffer drauf. Salz. Und auch schon direkt Muskat. Und dann habe ich hier Blattspinat. Und den gebt ihr direkt dazu. Wenn ihr jetzt denkt, Mann, ist das viel, das sieht verdammt viel aus, aber wenn das gleich gebraten ist, dann ist das so, das schrumpft einfach hardcore zusammen. Das lassen wir jetzt noch so ein bisschen einschmoren. Dann schüttet ihr das einfach zurück in eure Schüssel. Und jetzt schaut mal hier, jetzt habt ihr hier jede Menge Wasser da. Das schüttet ihr so ein bisschen weg. Könnt ihr auch ein Sieb benutzen. Macht ihr euch einfach 2 Löffel Haferflocken da dran oder 2,5 oder auch Paniermehl, was ihr habt. Und dann kommen wir schon zum Feta-Käse. Den bröselt ihr jetzt auch einfach in den Händen so klein. Und jetzt schaut mal, wie das aussieht. Backofen an. Direkt Ober-Unterhitze. 220 Grad. Jetzt bewaffnet ihr euch mit dem Blätterteig. Und jetzt, schaut mal, wichtig ist, dass wirklich das Wasser vom Spinat gebunden ist. Und das sieht man hier, dadurch, wenn nichts mehr fließt. Und jetzt nehmt ihr diese Masse und verteilt die schön unten hier am Ende. Alles gleichmäßig. Schaut mal hier, links, rechts, muss überall gleich ausschauen. Von der Breite, zack. Dann nehmt ihr das Backpapier und dann klappt ihr die ganze Action ein. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ihr das Backpapier hier löst. Für den Fall, dass ihr es genauso macht wie ich und die Masse dort warm drauf gebt, dann wird natürlich der Blätterteig durch die viele Butter da anfangen zu arbeiten. Dabei helft ihr euch einfach mit ein bisschen Mehl, das ist überhaupt gar nicht tragisch, damit ihr das auch so gleich vom Brett gelöst bekommt. Schaut mal hier, einfach links, rechts noch so ein bisschen Mehl. Das Backpapier müsst ihr jetzt nicht wegschmeißen, sondern ihr faltet das einfach direkt halb und dann nehmt ihr euch eine Springform oder eine Auflaufform, wo immer ihr die Rollen drin backen möchtet, so, und kleidet die Form einfach damit aus. So, und für die Größe der Form zeige ich jetzt einfach mal, man braucht so 7 Scheiben. 2, 3. Jetzt muss ich doch 8 machen. Seht ihr? Naja, dann wären es 8.
völlig zu Recht fragt ihr euch, wieso jetzt da so große Lücken drin sind. Das ist total wichtig, weil der Blätterteig, das kennt ihr ja auch, der geht noch so ein bisschen auseinander. Und jetzt drückt ihr die ganzen Sachen noch so ein bisschen an, sodass sie ein bisschen besser stehen. Und hier hat man doch schon sofort Bock reinzubeißen. Sesam, öffne dich. Okay, da war lässig. Und jetzt schiebt ihr das einfach in den Ofen, bis es goldgelb, knusprig, aufgebacken ist. Das Ganze hat jetzt doch 25 Minuten gedauert. Aber dafür sieht es auch umso leckerer aus. Ich kann nur sagen, das ist ein perfekter Snack zum Mittagessen, ein perfekter Snack zum Nachmittag, zum Frühstück oder auch für eure nächste Party. Lisa, ich puste jetzt hier ein bisschen, dann fotografieren wir das und dann gönnen wir uns das. Euch viel Spaß beim Nachbacken und schickt mir gerne ein Foto. Alle Rezepte auf foodmovin.de. Tschüss.